So, jetzt ist mal wilde Rundfahrt hier. Es ist ein Freitagsvideo, aber ich habe jetzt entschieden, dass Freitagsvideos immer auftreten können. Also Freitagsvideos sind so wie Montagsautos. Ne? Montagsautos werden ja nicht am Montag gebaut, aber sie haben halt einfach diesen Montagsruf. Und ich habe einen Freitagsruf jetzt. Freitagsvideos werden einfach... Das Freitagsvideo wird an einem Samstag gemacht. Und ich habe heute einen Auftritt in Celle. Und dabei begleitet ihr mich. Ja, so. Und mein Sohn taucht hier auf, aber der sollte ja nicht aufs Video. Ich bin nicht so einer, der seine ganze Familie mit dem Video einbindet. Die hat ja auch nichts zu suchen. So. So, ich habe auch schon alles eingepackt, mal so ganz kurzer Schwenk, so, weil es hier wirklich momentan sehr, sehr wild aussieht. Ganz kurzer Schwenk, zack, 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 und ist auch unscharf, aber ist egal. Zack, ich mache mich jetzt auf den Weg, fahre jetzt noch zu Osse und da werden wir noch proben und so weiter. Ihr werdet alles sehen, damit ihr seht, wieso die Tage sind. Ich habe euch den Kram erspart hier, weil mein Akku nicht aufgeladen war. So, also, bis später. Nee, nicht bis später. Geht ja immer gleich weiter. So, jetzt geht's runter hier im Keller. Hier ist nämlich ganz dunkel. Aber hier, guck mal, da ist ein Licht. Und das Licht bedeutet, Osse spielt schon. Hier entstehen immer die ganzen, ich habe hier eigentlich auf Autofokus. Ja, Aufnahme. Doch, Osse. Freust du dich? Ja, klar. Ich mich auch. Also wir proben jetzt alles nochmal durch. Wenn man langsam fährt, redest du mit dir, ich hab gespielt. Komm, aber dann warten wir beim Ballanfang. Ja, ich war irgendwie verwirrt, aber es stimmt alles, was ich mir auch ja, mache. Ich habe mich gerade auch ganz elegant verspielt, weil ich so schön gesungen habe. Dachte ich, oh, das klingt ja schön. Dachte ich, oh, jetzt spielst du schon mal, das gehe ich vorweg. Das ist doch auch falsch, okay. Machen wir mal. Ja, fangen wir zusammen. Da. Oh. So, ne? Genau, die kannst du. So, also jetzt Auto vollgeladen, ne? Hier das teure Roland und hinten noch Gitarren und so weiter und so weiter. Osse und ich, wir freuen uns beide auf Celle. Tschüss. Wahrscheinlich, die Kamera ist mir gerade runtergefahren, kann sein, dass alles jetzt alles kaputt ist. Ich habe keine Ahnung. So, malerisches Celle, zeig doch mal, sehr, sehr schick. Guck mal, Osse geht da unten auch gerade lang. So, so ist besser. Guck mal, sieht man das, ne? So, da treten wir heute auf. Bitte, meine Kamera ist jetzt kaputt. Wird nie wieder scharf. Schade. In der Dunkelheit wäre hier. Auch schön, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ne? Schön, ne? So, kann man auch keine Postkarten von machen. Ne? Ich glaube ja, ich bin ja grundsätzlich unscharf. Von daher bin ich aus einem Alter, in einem Alter, in dem Schärfe gar nicht mehr gefragt ist, sondern der Weichzeichner. Ne? Ich finde, das sind schöne Bilder. Das sind Bilder, die Welt einfach gesehen haben muss. Und wir treten halt abends auf einem Schiff auf. Das habe ich vorher, weiß ich gar nicht, habe wahrscheinlich noch nicht gesagt. Und ein Programm mit Tiefgang und Hang zum Untergang. So. Ich finde, das ist sehr, sehr schön. Und so, jetzt führe ich euch nochmal die letzten Schritte, damit ihr seht. Guck mal, so schön, ne? Zack. So. Schaut euch das mal an. Das ist schon schön, ne? Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Dunkelheit. Zack. Oh, ich kann mir gar nicht. Ich hänge fest. Jetzt die Stimme höre ich auf jeden Fall. Ja, dann mache ich das hier an. Warte mal, die Stimme höre ich jetzt auf jeden Fall. Das ist immer gut. Das ist immer angenehm. Lachen ist ein Virus, der alle infiziert. Sieh mal, die Tage bunt. Also Gitarre und Gesang höre ich jetzt gut. Das muss lauter. Also zumindest hier über Monitor. Sonst muss nicht, dann können wir das auch hier einschalten. Ja, wie du willst. Kannst du ein bisschen jetzt drauf, kannst du lauter machen. Mach mal lauter. Das klingt wahrscheinlich so besser als das Klavier. Ja, ist gut. 1, 2, 3, 4. Dass auf dem Monitor weniger Bässe vom Klavier sind. Die hohen Töne verschwinden. Soundcheck ist durch übrigens, würde ich mal ganz kurz erwähnen. Komm, ich zeige euch jetzt mal den geilsten Backstage-Raum.
Backstage-Raum, den besten Backstage-Raum, den es jemals gegeben hat. Hier ist eine Treppe hoch. So, zack. So, noch höher, noch höher. Und dann guckt euch bitte mal diesen unglaublichen Backstage-Raum. Hast du überhaupt gesehen, hier, was da so los ist hier? Bitte schön. Na, Schiff. Na, hier, wenn man es für die Leute, die. Ne, kann man sehen, da ist ein altes, wie heißt das? Steuerrad. Ne? Die Gitarre steht ja auch noch. Ich habe ja auch noch getan. So, und dann guckt man hier aus dem Schiff raus. Ne? Da kann man alles nicht sehen. Ist alles zu dunkel. Ne? Aber so altes Schiff noch. Nee, ist schon wirklich sehr, sehr schick. Mit diesen wirklich entzückenden Bildern, muss man ganz klar sagen, verabschiede ich mich jetzt erstmal wieder. Warum ich mich darauf verabschiede, ja, weil ich immer denke, jetzt ist das Video vorbei, aber es geht ja noch ein bisschen weiter, ne? Soundcheck hab ich, haben wir auch noch gemacht. Mal gucken mal, was da so passiert, ne? Gucken wir mal. So, jetzt. So, ganz wunderbar, hier die Sonne scheint. Kann man die hinten sehen? Kommt sie da irgendwo da durch? Na, irgendwas hinten, die Sonne. Hier, in mein Zimmer kommt kein Licht, von daher. So, ja. Jetzt, ich muss mal irgendwie so festhalten, sonst entspannt. Bin ich wieder zu Hause. Ich bin auch schon lange wieder zu Hause, aber weil meine Kamera gestern mehrfach runtergefallen ist, weil ich einfach echt zu blöd war. Vielleicht war es auch zu kalt während des Auftritts. Nee, also während des Auftritts war es sehr schnuckelig. Der Veranstalter hat sogar noch ein paar Fotos gemacht mit dieser Kamera. Und so, aber ich bin wieder zu Hause. Es ist noch nicht so ganz durchdacht, aber ich glaube, so in dem Ansatz gefällt mir das ganz gut. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Nächstes Mal kommt das ein bisschen früher. In der kommenden Woche. Obwohl, nächste kommende Woche habe ich auch einen Auftritt am Samstag. Wo bin ich denn da? In Mölln. In Mölln. Also, falls jemand nach Mölln kommen möchte, ist ein Poetry Slam. Also, da ist es dann auch recht entspannt. Dann müsst ihr mich nicht die ganze Zeit ertragen. So, jetzt reicht's auch. Es ist Sonntag. Ich hau das Freitagsvideo jetzt noch raus. Dann habt ihr morgen ein tolles Depressionsvideo und heute ein tolles Freitagsvideo. So ist das. Ja, Mini-Einblick in den Kram, den ich so mache. Und dann, ja, viel Spaß noch mit dem ganzen Scheiß. Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwo. Bis bald.